In diesem Video geht es um die Artikelmaske im Bereich Korpusmöbel. Ich befinde mich wieder im Roomdesigner-Katalog und hier haben wir halt die nächste Bibliothek Korpusmöbel. Diese klicke ich an. Jetzt können Sie hier schon sehen, hier gibt es einige Unterkategorien im Bereich Auszug, Auszugfach, Tür, Klappen, Regale, Rollläden, Schiebetüren, Türen, Türfach oder halt das Zubehör wieder. Das heißt, hier haben wir einige Möbel für Sie bereitgestellt, die Sie individuell einstellen können, wie Küche und mit der Sie halt die individuelle Planung erschaffen können. Ich nehme jetzt für die Artikelmaske, gehe ich in den Bereich Auszug Tür und wähle mir jetzt dieses Möbel aus, Auszug, drei Auszüge unten, Doppeltür oben. Die Artikelmasken im Bereich Korpusmöbel sind halt individueller, wie wir jetzt gleich sehen werden. Das heißt, wir fangen wieder von oben an. Als erstes können Sie halt wieder die Menge einstellen. Sie geben die Korpushöhe, die Breite und die Tiefe an. Haben als nächstes die Möglichkeit zu wählen, soll es ein Wandschrank sein, ja oder nein. Ich stelle das jetzt mal um auf Wandschrank, ja. Dann tut sich hier unten im Bereich Rückwand was. Als nächstes können Sie dann bei einem Wandschrank auswählen, möchten Sie die Wandbefestigung verdeckt haben mit den Hettich-Rückwandhaltern, mit einer Abdeckkappe oder einer Verstärkung noch dabei. Oder möchten Sie einen Schwerlastsichtbarbeschlag haben? Das heißt, das ist ein Schwerlastbeschlag, der in den Korpusseiten halt eingefräst ist. Das ist die Auswahl bei den Wandschränken. Ich stelle das jetzt wieder zurück, dass ich keinen Wandschrank möchte. Und dann kommen wir zum nächsten Feld. Das bezieht sich das Höhenraster. Jetzt achten wir hier auf dieses Bild. Da steht jetzt 750 mm zu 1. Wie wir in dem Bild erkennen, von unten nach oben gerechnet, 750 mm teilen sich die drei Schubkastenblenden zu 1. Der Rest wird die Tür von der Korpushöhe. Hier haben Sie halt die Möglichkeit, von unten nach oben das einzugeben in Millimetern. Ich könnte aber auch sagen 1 zu 2. Das würde bedeuten, von unten nach oben, die Tür oben ist doppelt so groß wie die drei Schubkastenblenden. Wenn Sie halt eine Millimetereingabe wünschen, dann ganz wichtig, Millimeter zu 1. Der Rest würde jetzt wieder die Tür sein. Als nächstes die Konstruktion ist halt gewünscht. Die Seiten gehen durch, die Böden gehen durch, der Unterboden geht durch, Oberboden oder werden Traversen halt verplant. Die Korpusverbinder zieht sich wieder aus den Startwerten. In dem Moment Rastex Twister können Sie hier wieder den Verbinder individuell einstellen. Da ich jetzt keinen Wandschrank mehr gewählt habe, komme ich jetzt zur Rückwand. Da habe ich die Möglichkeit zu sagen, die Rückwand soll ein- oder aufliegend halt verplant werden. Bei einliegend sehen wir hier unten das Feld Nuten und Falzen, das ist ausgegraut. Das würden Sie mit dem Versatz hier, mit dem minus 9,5 eingeben. Bei minus 9,5 wird die Rückwand halt, hat den Versatz drin und wird genotet. Gebe ich hier zum Beispiel eine 0 ein, dann ist es jetzt gefälzt. Ich sage wieder 9,5 genotet. Nächstes, da ich keinen Wandschrank mehr gewählt habe, ist hier halt die Frage nach dem Sockeltyp. Da haben Sie die Möglichkeit wieder zu wählen. Endlos, Blende einliegend, aufliegend oder ohne Sockel für die Konstruktion zum Beispiel auf dem Sockelrahmen. Bei Endlossockel aus den Startwerten zieht er sich den Sockelversatz. 10 mm springt der Sockel von der Korpuskante vorne halt zurück. Und die Sockelhöhe beim Endlossockel ist hier mit 100 angegeben. Diese 100 mm kommen beim Endlossockel auf die gesamte Korpushöhe halt noch mit dazu. Als nächstes die Materialien, die werden wieder aus den Startwerten gefüllt, können Sie aber auch für jedes Möbel halt individuell ändern. Das Korpusmaterial, Rückwandmaterial, Sockelmaterial oder ob gewünscht ist, dass eine Arbeitsplatte halt auf dem Möbel noch ist. Die zweite Seite bezieht sich auf die Front. Da hätte ich hier wieder den Haken, ob ich den setze oder rausnehme. Heißt, wenn der Haken raus ist, setzen wir die Frontbeschläge, die Bogen und liefern die Beschläge auch mit. Und setzen Sie die Frontmaterial rein, ist das Frontmaterial halt auch mit dabei. Frontmaterial wird wieder aus den Startwerten mit der Kante gezogen, kann ich hier individuell einstellen. Die Ausführung der Front, soll sie aufschlagend oder einschlagend sein? Die Beschlagsauswahl, die in den Startwerten getroffen wurde. Und auch nochmal, soll es mit Dämpfung sein, in dem Fall jetzt hier Silent System, oder soll es halt Push-to-Open sein? Der Öffnungswinkel der Front wieder, welches Band ist gewählt, können Sie hier einstellen. Und hier haben wir wieder unsere Frontkorrektur mit jeweils 17. Das heißt, wieder die Front schlägt oben, unten, links und rechts 17 mm auf den Korpus auf, dass wir, wenn wir zwei Möbel aneinander stellen, eine 4 mm Fuge haben. Und hier unten runter fragt er jetzt genauso nach, die Frontfuge horizontal zwischen den Blenden ist mit 4 mm angegeben und die Frontfuge vertikal zwischen der Doppeltür ist auch mit 4 mm angegeben.
Dieses Feld bezieht sich auf die Schlagleiste. Da haben Sie halt verschiedene Ralltöne der Schlagleiste zur Auswahl auszuwählen. Als nächstes kommen wir wieder zum Griffauswahl. Die Artikelnummer mit dem Griffassistenten. Welcher Griff ist gewünscht und möchten Sie inklusive Griffbohrung und Griffelement, inklusive Griffbohrung ohne Griffelement oder hier unten hätten Sie die Möglichkeit, den Griff zu löschen. Heißt wieder, keine Bohrungen und kein Griff wird mit angeboten und geliefert. Die Griffausrichtung ist jetzt senkrecht oben in dem Moment gewählt. Das bezieht sich halt auf die Doppeltür oben. Und da haben wir hier rechts dieses Feld 50 mm. Da sehen wir in dem Bild wieder oben. Damit ist gemeint 50 mm von oben bis zur ersten Griffbohrung. Und das linke Feld der Griffabstand 50 ist halt von den Seiten gewählt. Kann jetzt hier wieder einstellen, senkrecht Mitte. Da verschwindet natürlich das Feld oben oder unten. Und sage ich senkrecht unten, kommt wieder dieses Feld hinzu, wo Sie hier wieder definieren können, wie weit von unten soll dieser Griff positioniert werden. Möchten Sie links und rechts einen Griff, das kann man halt anhaken. Hier haben wir noch die Möglichkeit, ein Schloss zu verplanen. Wenn ich das jetzt anhake, werden zwei Felder rot, die wir halt auswählen müssen. Zum einen halt, welche Schlagleiste ist gewählt und welches Schloss ist gewählt. Da gehe ich jetzt einmal wieder auf diesen Assistenten und wähle mir hier jetzt das Drehstangenschloss aus. Dann haben wir hier nochmal die Schlossart, Drehstangenschloss, die Schließung der Schlüssel, sollen die verschieden oder gleich sein. Möchten Sie zusätzlichen Griff haben und wo soll die Schlossposition sein? Von unten oder von oben und von unten jetzt, wie viel ist der Abstand von unten für das Schloss? Ich stelle das jetzt wieder zurück auf Griff und wähle mir hier nochmal einen Griff aus. Gehe auf die nächste Seite. Da kommen wir jetzt zur Facheinteilung. Die Materialien werden wieder standardmäßig aus den Startwerten gezogen, können Sie hier individuell ändern. Die Ausführung wieder, soll es eine Lochreihe sein, soll es ein fester Einzelboden sein oder halt eine Lochreihengruppe. Im Bereich Lochreihe wieder rechts, was für ein Raster ist von Ihnen gewünscht. Und die Verbinder aus den Startwerten können Sie hier aber individuell nochmal ändern. Die Lochreihe hat jetzt einen Abstand unten oder symmetrisch. Bei Abstand unten sehen wir hier 160 mm von unten beginnt die Lochreihe. Die Facheinteilung für die Böden hinter der Doppeltür sind jetzt drei Böden gewählt. Mit der Aufteilung dazu kann auch hier wieder umstellen, möchte ich Böden oder Fächer eingeben, kann auch hier eine grafische Unterteilung der Fächer machen und die Fachhöhe durchschnittlich wird hier mit 216 mm angegeben. Die nächste Seite ist halt der Schubkasten. Da ist in den Startwerten eingestellt Massivholzschubkasten, wie wir jetzt sehen. Die Aufteilung können Sie hier auswählen, ob Sie die Frontaufteilung, die reine Fronthöhe eingeben oder ob Sie die Zoneneinteilung inklusive den Fugen eingeben möchten. Bei der Frontaufteilung sehen wir jetzt hier wieder, oder auch Zoneneinteilung, 1:1:1 von unten nach oben gerechnet. Das würde bedeuten, die Schubkästenfronten sind gleich hoch. Sie können jetzt hier eingeben, zum Beispiel wieder 3:2:1, dann ist der untere Schubkasten drei Teile groß, mittlere zwei Teile, der obere ein Teil groß. Oder Sie könnten noch eingeben, das kombinieren mit Millimetern, indem ich jetzt vielleicht sage, der obere Schubkasten soll 130 mm hoch sein. Dann gebe ich 1:1:130 mm. Diese Trennung immer erfolgt mit einem Doppelpunkt. Die Beschlagsauswahl, welcher Beschlag ist jetzt hier gewählt und soll es wieder mit Griff sein oder halt Push-to-Open-Schubkästen. Die Verbindung im Bereich Massivholzschubkästen jetzt hier gezinkt oder gedübelt. Material des Schubkastens und welche Oberfläche ist gewünscht. Der Versatz hinten bezieht sich dann wieder auf alle drei Schubkästen. Sie können einen Wert eingeben und die Schubkästen halt hinten einkürzen. Die maximale Höhe des Schubkastens können Sie hier definieren. Wenn Sie jetzt sagen, der soll nicht über 140 mm gehen, dann werden die drei Schubkästen so eingebaut, dass die Fronten halt höher sind, aber der reine Schubkasten wird nicht über 140 mm eingeplant. Welcher Griff wird für den Schubkasten gewählt, können Sie hier auswählen wieder und wo soll der Griff von oben sitzen, 50 mm nach unten versetzt. Auf der letzten Artikelmaske im Bereich Korpusmöbel haben Sie jetzt die Möglichkeit, hinten, unten, oben, wie wir sehen, Kanten zu wählen und sollen Fachböden vierseitig bekantet werden. Da können Sie hier dann die passende Kante für links, rechts und hinten auswählen. Ich dieses Möbel jetzt in den Roomdesigner einfüge mit dem grünen Haken, dann sehen wir jetzt, dass dieses Möbel so, wie ich meine Einstellung gemacht habe, halt eingeplant wird. Wir sehen halt diese Frontenteilung, dass die Schubkästen ein Teil, 130 mm.
Ich animiere das einmal und unsere Doppeltür mit den Griffen und mit den Innenböden und mit der Bauteilebene sehe ich jetzt nochmal, wenn ich auf die Front zeige, dass diese oberste Blende genau 130 mm ist. Und zeige ich auf den Schubkasten, sehen wir, die Schubkästen sind 130 mm. Ich hatte ja eingestellt, nicht über 140. Dann wird der bestmögliche Schubkasten halt verplant.